Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Ich mache es jetzt öfter so wie jetzt. Ich bin hier am Ende des Videos, deshalb kann ich ein bisschen was zu euch sagen. 1000 Kommentare, ich habe das noch nie gehabt für den Kulti-Kebab in Münster. Da bin ich jetzt nämlich gerade in Münster. Ich habe schon gegessen, euch erwartet im Video. Dinkelbrot, knackig, Röstzwiebeln auf dem Döner. Heute ist wieder auf gewisse Weise, ohne zu verraten, ob gut oder schlecht, bei anderes Level. Auf jeden Fall was Neues. Dann geht's zu Level Up in Münster und den werden wir auch noch testen, weil, wie gesagt, 1000 Leute da. Jeder, den ich getroffen habe, hat gesagt, du musst zu Level Up auch noch und das werde ich tun. Hier nochmal die Kommentare von Kulti-Kebab Level Up. Auch Kulti-Kebab, danke nochmal an Felix und Lenny war das, glaube ich. Den wirklich besten Döner Deutschlands findet man bei Kulti-Kebab. So soll es sein. Wir fahren jetzt weiter. Wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt Gürkan am Start bei Level Up. Gürkan, grüß dich erstmal. Ich möchte mal erzählen, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich war bei Kani Döner, ne? Ja. Haben viele gesagt, pass auf, geh zu Level Up. Das ist nochmal eine Nummer drauf. Ja, ich fühle mich geehrt, echt. Ja, also das ist der Grund. Und jetzt kannst du mir von deiner Seite nochmal sagen, warum sagen das die Leute? Irgendwas muss ja dahinter sein. Irgendwas muss geil sein bei dir. Ja, was uns ausmacht, wir machen unser Dürüm immer hauptsächlich immer frisch. Ja, auch. So wie Lamadun auch. Ja, okay. Spielen wir auch frisch. Mamas Rezept übrigens. Die ist auch so berühmt in der Familie für den Kochkünstler. Okay, geil. Ein Familienunternehmen kann man sagen. Okay. Standardsoßen Tzatziki haben wir zum Beispiel, was auch nachgefragt wird im Kopf. Ja. Und so. Da musst du natürlich vor der Öffnung tüfteln. Irgendwas Besonderes muss noch rein. Ja, ja. Als ich hingesetzt und hast richtig drüber nachgedacht, was mache ich? Ausprobiert. Ja, wirklich. Ja. Und dann hatte ich diese Spezialsoße jetzt geführt. Ja. Diese gelbe Soße. Ja. Genau, und die ist sehr gefragt. Also es kommt und überzeugt euch selber. Also wir werden jetzt Döner zubereiten. Hier, mein Vater übrigens hier. Familienbetrieb. Dank mein Vater. Schönen guten Tag. So wie mein Bruder, ihr fahren. Geil, Mann. Grüß dich, Digi. Ja, Mann, größten Respekt an euch, auch bei der Hitze hier. Draußen 35 Grad, der Dönerspieß. Brutal. Wir haben eben schon gehört, Spezialsoße. Das ist die Hauptsoße, genau. Die nehme ich dann auch drauf auf Döner. Das ist unsere Kräuter-Sesam-Soße, Cocktail. Ja. Tzatziki klassisch und auch scharf. Kräuter-Sesam, Leute. Oh, ich glaube, ich muss zwei sind. Kräuter-Sesam und Spezial. Stammkunden hier am Start? Grüß euch. Ja, das freut mich. Ihr sagt, Döner hier lohnt sich, ne? Ja. Jeden Tag Döner hier? Ja, warum nicht? Wenn das schmeckt, schmeckt das. Okay. Also sagt ihr 1 bis 10 Bewertung, was wir den Döner geben? 11 so. 11? So, das ist dann dein Döner, so sieht der aus. Cool. So, jetzt wird geschlemmt. So sieht er aus. Hier kommt die Zitrone direkt. Mit der Zitrone hier kann ich mich anfreunden. Kann mal wieder ein bisschen an Holles Mund erraten, was er gemacht hat. Wenn man mit Liebe und Leidenschaft isst, dann passiert das so. Ich tue alles mit Liebe und Leidenschaft. Zur Abwechslung geht es jetzt erstmal, bevor ich überhaupt was Großartiges zu den Döner sage, zu Kulti-Kebab, weil ich muss es auf mich wirken lassen. Ich kann jetzt gerade nichts aus mir rauszwingen, was gerade nicht raus will. Ich muss es auf mich wirken lassen und ihr kriegt eine Abschlussbewertung, dann auch das Statement zum Level Up. Jetzt geht es erstmal zum Kulti rüber. Schau einer, guck. Wie heißt es nochmal? Zieht euch das rein. Riesenschlange da vorne, die geht um die Ecke einmal rum. Also nochmal zur Aufklärung. Es gibt Döner Berliner Art. Joghurt, Knoblauch, scharf gibt es unter anderem. Es gibt eine Yappi-Soße. Die heißt Yappi. So, diese Yappi-Soße werde ich auch probieren. Vollkorn-Döner. Ich bin übertrieben gespannt, was mich gleich erwartet. Wir schauen mal. Ja, ich sehe da gerade schon ein paar Jungs drüben. Wir werden uns mal vorschlängeln und dann gucken wir mal, ob der Döner auch schmeckt oder ob er vielleicht nicht so gut ist. So, nochmal zwei Ehrenmänner am Start. Sag mir, was hast du eben zu mir gesagt, was für ein Döner das ist? Der Döner bei uns in Münster ist besser. Okay, ja, ich habe schon gehört, soll besser Döner Deutschlands sein. Ja. Wenn nicht, mache ich euch verantwortlich. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ja, wir schauen mal. Danke euch, Jungs. Ne? So, mal ganz kurz, was sagt ihr, der beste Döner Deutschlands oder nicht? Safe. Ja, safe. Also einer der besten auf
jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. So, wir haben die Jungs am Start, Schein und Berdan. So, und ich frage euch jetzt natürlich, das frage ich immer am Anfang, warum kriege ich 1000 Kommentare, warum ist euer Döner so heftig? Was macht ihr damit, dass der so gut schmeckt? Also unser Fleisch kommt erstmal aus Berlin, daher sind wir auch Kulti Kebab, der Kultdöner aus Berlin. Fünf hausgemachte. Mit fünf hausgemachten Soßen. Berliner Döner-Style, ne? Also ihr habt diesen Hackspieß, ihr habt auch noch Vollkorn-Döner. Und eine Sache, wo ich besonders mich drüber gefreut habe, ihr habt eine Soße, die heißt Yappi. Genau, Yappi, ja. Die holländische Pommes-Soße. Ja. Wie kam der auf den Namen, seid mal ehrlich? Die Soße heißt es. Ach, die heißt so? Ja, genau, Yappi-Soße. Dann essen wir Yappi. So, auch hinter den Kulissen hier schon mal am Stille. Mal gucken, was das hier optisch zumindest schon mal hermacht. Wir haben von jedem etwas, außergewöhnlich in Anführungszeichen, sag ich mal, dass wir Tomaten und Gurken getrennt haben, Eisbergsalat, Rotkohl und Zwiebeln haben wir. Also ich höre schon von Berdan gerade Konzept dahinter, Tomaten, Gurken getrennt, viele mögen das nicht, also schon mal gute Sache. Grillgemüse haben wir hier am Start, das wird frisch hier frittiert. Okay, das sieht gut aus, also Grillgemüse schon mal, das schmeckt mir. Zitrone macht ihr auch drauf? Genau, auf Wunsch, auf Zitrone und auf Feta-Käse und auf Röstzwiebeln haben wir Jalapenos. Röstzwiebeln sogar, zieht euch das rein. Röstzwiebeln, das glaube ich ja wohl kaum. Welche ist die Yappi-Soße? Die Yappi-Soße ist die gelbe hier vorne. Käse. Links davon haben wir die Sauer. Ja. Dann die scharfe Soße, Knoblauch und Kräuter. Oder dein Onkel war das dabei, der hat gesagt, ich soll auf jeden Fall Kräuter, Knoblauch, scharf. Genau, und die Döner mit hier. Genau, ein Döner mit Yappi. Ja. Sag ganz ehrlich, kennst du Yappi? Yappi aus Buxtehude? Nee. Yappi kennst du nicht? Kenn Legende. Also ich nehme einmal Vollkorn, einmal normal und den Vollkorn mit der Yappi-Soße. Jo, machen wir. Ja, genau. Und den anderen Kräuter, Knoblauch, scharf. Finde ich mega heftig mit den Röstzwiebeln, Käse drauf, Zitrone noch frisch, Oregano-Dinkelbrot, auch Röstzwiebeln hier, ist auf jeden Fall Vollkorn. Wenn ich hype bin, dann jetzt. Ich habe seit 6-7 Stunden nichts mehr gegessen, ich habe wirklich übelst Hunger. Noch einmal kurz, Leute, zu der ewig währenden Diskussion um Hackspießdöner oder jetzt normales Schichtfleisch. Gebe ich euch recht, natürlich, Hackspieß ist mit Sicherheit nicht so gute Qualität wie dieses selbst aufgeschnittene. Gerade natürlich, wenn es selber gemacht ist. Wenn ich sehe, hinten in der Küche machen die das selber. Du hast, nehme ich in die Bewertung mit rein natürlich. Ich bedenke sowas mit. Am Ende des Tages gucke ich natürlich, ob der Döner schmeckt. Aber so eine Kriterien werden natürlich mit einbezogen. Ich kann euch zu diesem Döner sagen. Erster Eindruck. Ihr merkt ganz, ganz, ganz deutlich die Zitrone, Kombi mit den Röstzwiebeln und diesem Käse. Grillgemüse noch nicht ganz so präsent. Aber ihr merkt diese Kombi am Anfang. Ich sag euch, die ist nice. Die ist nice. Seht ihr, wie ich schwitze? Das ist so verdammt heiß hier. Das Glitzern auf deiner Stirn. Das ist Arbeit hier, Leute. Das ist harte Arbeit. Das ist die Yappi-Soße. Ich dachte, weißt du, wer Yappi ist? Das ist diese holländische Soße, die du normalerweise damals bekommst. Nee, wer wirklich Yappi aus Buxtehude. Wer Yappi aus Buxtehude ist. Marcel und René haben da mal einen drin versenkt. Bei Yappi. Yappi. Yappi mal ordentlich einen versenkt, ne? Bei Marcel weiß ich gar nicht ganz genau. Ja, bei Marcel ist sie auf jeden Fall auch. Doch, doch. Oder auch Baustation. Aber, naja. Warte du nicht? Nee. Ja, wie war ja eigentlich Mann? Das wussten die noch vorher nicht. Ich möchte euch ganz genau schildern, was ich spüre, wenn ich diesen Vollkorn-Döner esse. Zum einen Kräuter. Kräuter kommen ganz leicht rein. Ganz leicht dieses Geschmeidige. Nicht dieses in your face, sondern dieses Geschmeidige rein. Die Yappi-Soße ist für mich so eine Currysoße. Leichtes Curry-Aroma. Ihr habt dieses Rustikale von dem Dinkelbrot, was wirklich sehr, sehr geil ist. Ich habe zum Schluss mal einen richtigen Bissen, bam, in die Röstzwiebeln reingenommen. Das ist wirklich gut, ich muss sagen.
wieder zurück beim Level-Up-Döner. Also, ich möchte es kurz und knackig versuchen, auf den Punkt zu bringen. Weshalb mir vorhin die Worte so fehlten, ich sage es euch so, wie es ist. Für mich ist es kein Standard-Döner mehr, ist schon ein Level drüber. Also, es ist ein guter Döner, aber für mich ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen kann, wisst ihr, wie ich zwischendurch bei anderen Dönern so, oh, das knallt jetzt rein, hier die gerösteten Zwiebeln und checkt ihr das. Und da kommt irgendwie so der Geschmack von den Kräutern rein. Sowas kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Es ist einfach ein sehr leckerer Döner, mehr als Standard, aber jetzt nicht im Deutschland-Ranking bedeutend. Ich hatte diesen Döner eine 7,8 gegeben. Ein sehr leckerer Döner, wo es sich lohnt, Döner zu essen. So, mehr kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Die Soßen waren wirklich gut, Gemüse war frisch. Aber das ist das, was ich zu Level Up zu sagen habe. Und jetzt geht's weiter zu Kuldi Kebab, zur Endbewertung vom Kuldi. Und jetzt an anderer Ort und Stelle die Bewertung vom Kuldi Kebab. Eure 1 Million Empfehlung dazu. Eure Empfehlung kommt nicht von ungefähr. Nummer 1, zum Schluss ins Ranking nehmen wir nur die höhere Bewertung. Nummer 1, der normale Döner, Anführungszeichen, mit normalem Brot. Ich setze ihn genau auf die Stufe wie Lister-Döner. Grillgemüse, geile Soßen drin. Er hat einfach, alleine schon der erste Moment mit dieser Zitrone da drauf und dem Käse und so weiter, ist einfach schon ziemlich gut. Dann aber zu dem Dinkeldöner. Den gebe ich sogar eine 8,8. Ich setze ihn auf eine Stufe mit Babasdöner. Babasdöner war der Fleischgeschmack noch mal ein bisschen intensiver. Aber diese kranke Kombi von diesen Röstzwiebeln, auch Zitrone natürlich, den Kräutern dazu, diese Currysoße, ist schon, ich möchte nicht sagen Weltklasse. Wir haben schon mal ein bisschen bessere Döner sogar noch gegessen. Aber es ist ganz oben auf dem Deutschland-Ranking. Wir blenden es hier ein. Bam, das ist das neue Ranking. Aber dieser Döner, alle Münster-Umgebung, vielen Dank. Vielen Dank einfach für den Tipp. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr haut mir wieder Kommentare voll. Und viele, viele haben mich noch nicht abonniert. So viele gucke ich in meiner Statistik, gucken mich, haben mich nicht abonniert. Das schmerzt mich in der Seele. Wenn ihr das nachholt, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja. Und falls ihr diese köstliche Yappi-Soße mal essen möchtet, Münsterdöner hier, Kuldi Kebab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Rüyam. Was ist das Besondere an eurem Döner? Unsere Frauen.